Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, genau hier haben wir das letzte Mal das Spiel verlassen. Und ich denke mal, sobald wir rauslaufen, ja, ich sehe auch schon das Zeichen, da werden wir dann auf eine weitere Quest treffen. Seid ihr nicht? Ja, ihr seid es. Kommt, wir sollten uns unterhalten. Wir sind uns zwar noch nie begegnet, aber ich weiß von euren Leistungen. Es ist nützlich, jemanden wie euch zu kennen. Aber leider bin ich nur die bescheidene Dienerin meiner Gönnerin. Es ist sogar noch nützlicher, jemanden wie sie zu kennen. Wer ist eure Gönnerin? Regentin Cassipia. Sie hat Pläne für den Schuppenhof, Pläne, die denen der Schlange zuwiderlaufen. Doch die Einzelheiten kann euch meine Gönnerin selbst erklären, sobald ihr sie trefft. Und wo genau treffe ich eure Gönnerin? Wir haben uns das letzte Mal auf dem alten Bauernhof in der Nähe von Drachenstern unterhalten. Versucht es dort. Falls sie bereits abgereist sein sollte, bin ich mir sicher, dass sie eine Nachricht hinterlassen hat, wohin sie aufgebrochen ist. Ich werde in der Nähe von Drachenstern nach Regentin Cassipia suchen. Oder so. Ja, die kriechende Brut. Dann werden wir mal schauen. Also, bis da oben können wir noch... Ja. Porten und dann das kleine Stückchen eben reiten. Dazu muss ich aber natürlich erstmal zum Wegschrein kommen. Ja, so viel zu tun, so wenig Zeit. Ich weiß, ich weiß. So, dann machen wir uns mal auf das letzte Stückchen. Oder so. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und schau mal, ob die gute Dame denn noch da ist, dass wir mit ihr sprechen können. Oder ob wir jetzt einen Zettel lesen. Ich bin da und dahin gereist und dann wieder weiterreisen müssen. So in typischer Teso-Manier quasi. Reise von A nach B. Bei B sagt man dir dann, dass du gar nicht nach B musstest, sondern eigentlich nach C musstest. So auf die Art und Weise. So, mal schauen. Wir müssen da oben hin. Gerade einen schweren Sack entdeckt. Den nehmen wir natürlich mit. So, ich sehe hier überhaupt nichts, weil alles total dunkel ist. Hallo? Wir beide haben einen gemeinsamen Feind. Die Schlange und ihren Schuppenhof. Wenn ihr innehalten und euch anhören würdet, was ich zu sagen habe, kann ich euch eine einzigartige Gelegenheit bieten, diesen Feind zu bezwingen. Werdet ihr euch mein Angebot anhören? Ich bin ganz Ohr. Trotz meiner Position im Schuppenhof bin ich der Schlange überdrüssig geworden. Mir ist klar geworden, dass wir nicht dieselben Ziele verfolgen. Ich möchte die Welt verbessern. Die Schlange will sie nur zerstören und neu beginnen. Werdet ihr mir helfen, den Schuppenhof aufzuhalten? Warum wollt ihr Hilfe von mir? Ich habe euch bei der Arbeit gesehen. Ihr seid meine beste Hoffnung, die Mantikore aufzuhalten. Widernatürliche Bestien. Wusstet ihr, dass der Hof sie erschaffen hat? Die Erschaffung begann in den Furchtzahnkavernen. Dort müssen wir die Skorpionsmatrone und ihre Nester vernichten. Ich werde nach Furchtzahn gehen und die Skorpionsmatrone und ihre Nester vernichten. Ich werde euch in den Bau der Skorpionmatrone begleiten und dabei helfen, Kreatur und ihre Nester zu vernichten. Hoffentlich wird meine Verkleidung meine wahre Identität verbergen. Es wäre mir lieber, wenn ich nur so wenige Mitglieder des Schuppenhofs wie nötig töten muss. Was haben denn Skorpione mit den Mantikoren zu tun? Der Hof erschafft an besonderen Brutplätzen grässliche Bestien. Sie benutzen einen alchemistischen Vorgang, um die Eigenschaften verschiedener Raubtiere miteinander zu verbinden. Einschließlich der Skorpionsmatrone und ihrer Brut. Ihr seid die Anführerin des Schuppenhofs. Warum sollte ich euch vertrauen? Die Schlange hat mich angelogen. Der Schuppenhof arbeitet nicht mehr auf den Wandel hin, dessen Verheißung mich einst in seine Reihen brachte. Und je mehr ich über die wahren Pläne der Schlange erfahre, desto verratener fühle ich mich. Das beantwortet nicht wirklich meine Frage. Ihr wollt Einzelheiten? Nun gut. Schaut euch den Zustand unserer Welt an. Ein endloser Krieg, Bedrohungen aus dem Reich des Vergessens, eine überholte Ordnung, die uns andauernd im Stich lässt. Die Schlange hat einen Wandel versprochen, aber ich kann ihre zunehmend zerstörerischen Methoden nicht unterstützen. Warum verlasst ihr den Hof dann nicht einfach? Niemand verlässt einfach den Schuppenhof. Und schon gar nicht jemand meines Ranges.
Außerdem besteht der beste Weg für mich, die Pläne der Schlange zu vereiteln, darin, sie von innen heraus anzugreifen. Ich kann mich den anderen nicht offen entgegenstellen. Das wäre völlig aussichtslos. Deshalb brauche ich euch. Erzählt mir mehr über den Manticore. Die Manticore sind fürchterliche Bestien. Eine alchemistische Verschmelzung verschiedener Raubtiere. Sie sind groß, stark und außerordentlich intelligent. Und das macht sie auch extrem gefährlich. Warum braucht die Schlange eine neue Kreatur? Die Schlange hat befohlen, dass der Schuppenhof eine Armee aufbaut. Die Manticore sind nur die ersten Rekruten in ihrer wachsenden Legion. Aber diese Kreaturen sind Perversionen, Frevel wider die natürliche Ordnung. Ich kann nicht zusehen, wie solche Abartigkeiten vonstatten gehen. Welche anderen Kreaturen werden eingesetzt, um diese Manticore zu erschaffen? Neben den Skorpionen nutzen die Alchemisten die Eigenschaften einer ganzen Reihe von Raubtieren. Es gibt allerdings zwei andere Hauptbestandteile. Ein eigens gezüchteter Wamasu und etwas, das ich kaum auszusprechen wage. Wir unterhalten uns wieder, sobald wir uns um die Skorpione gekümmert haben. Nun gut, ich muss jetzt allerdings trotzdem wissen, wo diese Furcht... Ach, die ist direkt hier um die Ecke, okay. Im Dunkeln ist es natürlich alles ein bisschen problematisch zu sehen. Ich verstehe auch nicht, warum man am helllichten Tag, wenn es draußen komplett hell ist, immer alles dunkel haben muss bei Teso. Das ist so schlimm und so unlogisch vor allen Dingen auch. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Können wir da? Ne, wir können natürlich nicht direkt nach links. Da ist wieder irgendwas versperrt. Das heißt, wir müssen komplett hier durch. Schnappen wir uns direkt mal eben. Die Kammern, die als Furchtzanker werden bekannt sind, sind in jeglicher Hinsicht perfekt. Nicht nur sind sie voller nedischer Artefakte, die es zu studieren und katalogisieren gibt. Nein, in den gewaltigen Räumen kann der Schuppenhof auch in beinahe völliger Abgeschiedenheit wohnen und arbeiten. Dazu kommen noch die Nistplätze, die wir tiefer in den Höhlen entdeckt haben. Alles in allem bin ich höchst zufrieden mit dieser Entdeckung. Ich habe die mir unterstehenden Mitglieder des Schuppenhofes bereits angewiesen, die Inhalte aller Räume und Kammern in die Furchtzangenkavernen zu katalogisieren. Wie befohlen suchen wir nach amtlichen Informationen bezüglich der Verwendung und Vorbereitung des urtümlichen Elements, das wir Nirnkrux nennen. Wir gehen davon aus, dass die Nedia nicht nur äußerst vertraut mit diesem Element waren, sondern ihm auch ein erstaunliches Potenzial entlockt haben. Jetzt muss ich mich zurück zu den Nistplätzen am anderen Ende der Höhlen begeben. Ich habe noch Arbeit mit der Matrone und ihrer Brut vor mir. Arbeit, die uns am Ende den Soldaten schenken wird, den die Schlange von uns verlangt. Seit diese Sache hier begonnen hat. Bovard, Regent der sich windenden Albträume. Beziehungsweise, nee, da geht's nicht weiter. Ach, das war ein Skorpion, ich dachte gerade schon. Da kommen wir nicht direkt rein, also laufen wir hier durch. Naja, schieß doch einfach auf mich, ist mir alles egal. Da oben ist niemand. Dafür ist hier unten eine bissige Schlange. So. Die müssen wir leider mitnehmen. Hallöchen. Nicht alle auf einmal, bitte. Vor allen Dingen nicht alle übereinander. So. Den kann man noch töten. So. Hallo? Sonst hatte keiner Lust mehr nachzukommen. Okay. Wenn ihr natürlich nicht so durchlauft, dann könnt ihr hier alles looten. Und ich glaube sogar, genau, auch die Bücherregale und so weiter nehmen. Das werde ich jetzt mal nicht machen, weil das sonst zu lange dauert. Obwohl gerade Kalkstein dafür natürlich prädestiniert ist. Also bezüglich Bücherregale meine ich. Tap, 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 tap. Geh mir aus dem Weg. So, Hallöchen. Da ist ja Papa Skorpion.
Nur die Kinder hatten irgendwie keine Lust mehr. Uralter Sandstein. Oh, ich will es doch nur lesen. Leute. Die Riesenskorpione von Karkstein unterscheiden sich in der Physiologie von ihren kleineren, häufiger vorkommenden Vettern. Zusätzlich zu ihrer gewaltigen Größe und Kraft legen sie Eier in Nester, anstatt ihre Jungen lebendig zu gebären und sie auf den Rücken zu tragen. Das hat sicher etwas mit der schieren Größe und Zahl der Nachkommen zu tun, die die erwachsenen Skorpionmatriarchen mit einem Wurf zur Welt bringen kann. Dennoch sind solcherlei Unterschiede äußerst imposant zu studieren. Für diesen Teil des Projekts habe ich eine mächtige Skorpionmatriarchin ausgewählt, die in den Nistplätzen tief in den Furchtzahnkavernen herrscht. Ihre Nachkommen werden genau die räuberischen Eigenschaften mitbringen, die wir für diese Stufe des alchemistischen Prozesses benötigen. Kombiniert mit den Eigenschaften der mächtigen Wamazu-Eibrüterin und der makellosen Krokodilsmatriarchin wird das Material des Skorpions die Macht des Manticores auf eine Weise steigern, die ich mir kaum ausmalen mag. Ich habe mir das erste Ei der Matrone besorgt. Das Material innerhalb der Schalen sollte den Brutplätzen Eigenschaften verleihen, die problemlos auf unsere neue Kreatur übergehen werden. Ich frage mich, ob die anderen Regenten der Schlange wohl auch so viel Erfolg haben wie ich. Das glaube ich nämlich nicht. Vielleicht übergibt mir die Schlange ja den Befehl über den gesamten Schuppenhof. Wenn der Manticore-Stammvater erst aus den Brutplätzen steigt, Punkt. Das scheint mir eine angemessene Gegenleistung für die Arbeit, die ich hier leiste. Ja, vielen Dank, dass ich hier nicht mal in Ruhe lesen kann. Ganz ehrlich. So. Dann holen wir uns jetzt, beziehungsweise wir holen nicht, sondern wir verbrennen jetzt hier die Nester. Können wir uns den Loot auch direkt holen oder auch nicht. Dafür können wir uns die Truhe holen. Also, dass sie jetzt so schnell wieder spawnt, hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ich meine, wir haben ja gerade erst erledigt. Es ist auch nicht der übliche Text, den ich normalerweise durchlese, aber gerade diese, diese Schriftrollen. Die haben ja normalerweise... Trefft mich in der Nähe von Drachenstern, sobald ihr euch um den Bamasu gekümmert habt. Sein Bau ist in der Nähe. Okay. Die haben ja normalerweise den Text passend zu dem, was wir gerade machen. Ich meine, das war jetzt auch passend. Es ging halt nur um die Viecher. Da ist es schon. Diese Skorpione wurden eigens ausgewählt, weil sie mit den Manticoren kompatibel sind. Da die Matrone nun erschlagen ist und ihre Nester vernichtet wurden, kann dieser Teil des alchemistischen Prozesses nicht wiederholt werden. Ich hätte all dies nicht ohne eure Hilfe geschafft. Ja, und die wurde sogar doppelt erledigt, ne? Ich vermute, es gibt noch mehr zu tun. Ist das nicht immer so? Die nächste Komponente bei der Erschaffung der Manticore sind eigens gezüchtete Wamazu. Sucht die Wamazu-Höhle und tötet die Eibrüterin. Dann vernichtet ihre Eier. Das sollte das Unterfangen weiter behindern. Ich werde in der Nähe von Drachenstern auf euch warten. Okay. Da müssen wir jetzt nur mal schauen. Geht mir mal alle aus dem Weg. Ah, jetzt laufe ich in die falsche Richtung. Ziehe natürlich noch mehr mit. Das war so nicht geplant. Das heißt, wir kommen jetzt alle hier unten raus. Die haben alle einfach keinen Bock. Dann nicht. So, dann gehe ich wieder. Okay, und ich brauche gar nicht zu gucken. Ich sehe unten schon ein Auge. Frage ist jetzt nur... Ja, ich denke, ich kann theoretisch dahin abkürzen. Ich hoffe auch so, dass ich da nicht gleich dran sterbe. Weil ich zu tief falle. Ne, das ist direkt hier vorne. Okay. Sehr schön. Wo ist das Vieh? Oh, Hallöchen. Du bist aber nicht meine Quest. Du bist nur ein kleiner, oder? Das ist, glaube ich, meine Quest, oder? Bin mir nicht sicher. Ja, ja, die Eibrüterin, genau. Was
Hast du gerade mit mir gesprochen? Achso, die sprechen nicht mit mir, das sind die Bösen. Ich muss aber auch nicht weiter, sondern ich muss die Eier vernichten. Ja doch. Hä? Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Der zeigt zurück und wenn ich dann zurückgehe, dann muss ich doch rein. Auf jeden Fall sind hier Eier, dann vernichte ich die mal. So. Die Anzeige ist mal wieder ein ganz klein wenig buggy, das kennen wir ja. Jetzt zeigt er wieder nach draußen. Ich gehe mal davon aus, dass die sie auch irgendwo hier sein wird. Ach, sie ist komplett woanders, okay. Muss mal kurz hinreiten. Oh nein, gib mir nicht auf den Senkel. Das ist der Vorteil, wenn man durchreitet. Da ist so. Die Schlange und ihr Schuppenhof wollen Drachenstern vernichten. Sie wollen alles vernichten. Diese Leute bedeuten ihr nichts. Und wenn sie meinen Verrat entdecken, werden sie nicht zögern, mich auszuschalten. Doch sagt mir, habt ihr euch schon um die Vamazu-Eibrüterin gekümmert? Ich habe mich um die Vamazu-Eibrüterin gekümmert und ihre Eier vernichtet. Dann wird es Zeit. Jetzt müssen wir uns um die letzte Komponente des Vorgangs kümmern und den Stammvater Manticore vernichten. Mein Seneschall Kleinblatt hat mir versichert, dass wir beides im Schlangennest finden. Kann es von euch aus weitergehen? Stammvater Manticore? Die Alchemisten des Hofs haben den Stammvater Manticore so erschaffen, dass er sich direkt fortpflanzen kann, ohne weitere alchemistische Manipulationen. Seid gewarnt. Er ist eine furchterregende Kreatur. Er wird weder mit Spruch noch Schwert leicht zu erlegen sein. Und was ist die letzte Komponente des alchemistischen Vorgangs? Könnt ihr euch das nicht denken? Der Hof benutzt die gefährlichsten Raubtiere, um die Manticore zu erschaffen. Und es gibt nur wenige Raubtiere, die gefährlicher sind als Mensch und Meer. Lasst uns jetzt die Gefangenen retten und diese verderbte Schöpfung vom Angesicht Nirns tilgen. Das ist aber keine Antwort. Erzählt mir mehr über Kleinblatt. Kleinblatt? Sie ist meine Gefährtin, meine Vertraute. Wir waren schon zusammen lange bevor die Schlange uns rief und der Schuppenhof entstand. Sie würde alles für mich tun, so wie auch ich für sie. Aber genug. Noch liegt eine Aufgabe vor uns. Na gut, ich dachte, jetzt kann ja mal so ein bisschen Romantik einkehren, aber nein. Dürfen wir nicht drüber nachdenken. Wir müssen direkt wieder zum nächsten. Können wir auch nicht wirklich hinporten, aber dafür sollten wir relativ schnell hinreiten können. Jetzt bin ich nur mal eben am Gucken. Das Bild sollte dann auch gleich wechseln. Ja, da oben steht sie auch, Manticore. Okay, ich denke mal, das ist dann auch direkt hier. Ich bin den Karkstein, den Runenstein muss ich mitnehmen. So. Dann. Wollte ich eigentlich nicht anhalten, aber ich habe es doch noch gemacht. Haha. Dann müssen wir hier irgendwie erstmal weiter hochreiten, glaube ich. Und dann so halb ums Eck. Meine ich. Würde ich auch gerne machen, wenn ich nicht immer überall anhalten muss. Ich weiß, im Let's Play ist das immer etwas doof. Aber ich bin ganz ehrlich, bin ich jetzt falsch rumgeritten? Ich bin tatsächlich falsch rumgeritten. Och. Okay, dann ist der Eingang doch woanders. Ich bin ganz ehrlich, ich brauche die Sachen. Und wenn ich die dann natürlich mal sehe... War hier gerade was im Leuchten? Nee, ne? Nee, das sah nur so aus. Dann nehme ich sie natürlich mit. Ich hänge fest. Hallo. Nein, so nicht, mein Freund. Irgendwo hier ist doch der Eingang. Ah, gefunden. Nur ein schwerer Sack. Naja, egal. So, wir können mal wieder nicht abkürzen. Wir können nur dann da rein und hier wahrscheinlich runterspringen oder so. Das heißt, hier werden wahrscheinlich jetzt überall irgendwelche Schlangen sein, nehme ich mal an. Und
oder auch nicht. Das heißt doch, hier sind schon mal Schlangen. Ja, naja, da kann man nur runterspringen. Es war mir so klar, die ganzen... Ich darf das dem Lars nicht zeigen. Oh, der arme Epi. Ganz ehrlich, die ganzen armen Bären, die hier überall rumliegen. Der würde diese Höhle hassen. Genauso wie ich. Ist hier irgendwo ein Boss? Ossilein? Ah, sehr schön. Da war mal ein Boss. Na gut. Dann laufen wir weiter. Also, wir müssen hier rein. Hey, was macht so eine kleine Erpressung unter Freunden? Ja, warum nicht eine kleine Erpressung unter Freunden, ne? Ab in die Brutbeckenkammer. Zumindest wäre ich jetzt drin, wenn dieser Idiot mich hier nicht genervt hätte. Kann ich jetzt hier mal rein? Leute. Och, jetzt nerv mich nicht. Sterb einfach, Mann. Erschlagt den Stammvater und seine Treiber. Dann schaut nach den Gefangenen. Lasst sie frei, falls sie noch am Leben sind. Alter, muss die mir gerade voll ins Bild reinlaufen? Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. So, Moment. Lass die Gefangenen frei. Das dürfte das hier sein. Guten Tag. Lass die Gefangenen frei. Ansonsten komme ich wieder und dann seid ihr tot. Sie wollten uns zu dieser schrecklichen Bestie in diesen abscheulichen Brutplatz werfen. Vielen Dank, dass ihr uns gerettet habt. Ja, gerne, gerne. Dieser ist froh, dass er nicht schon tot ist. Ne, sollte man noch sein. Dann ist der Manticore. Den müssen wir auch mal eben besiegen. Den nur mit etwas mehr Ausdauer. Den müsst ihr dann in einem Karkstein-Raid auch besiegen. Ich glaube, als ersten Gegner. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also als ersten Boss natürlich. Nicht ersten Gegner. Das war das letzte Mal, dass ich der Einladung einer mysteriösen Gestalt in einer Robe gefolgt bin. Danke, dass ihr uns befreit habt. Ja, was lernen wir daraus? Niemals mit Fremden mitgehen. Bei den dreien, ich dachte, ich wäre erledigt. Stellt den Regenten, wo ist denn der? Der Manticore ist schon weg. Wo ist denn der Regent? Hallo? Kommt heraus, Regent Bovard. Euer Manticore-Projekt findet nun ein Ende. Regentin Cassipia, was hat das zu bedeuten? Achtet auf euren Ton, Regent. Eure Abscheulichkeit ist tot. Werdet ihr euch von der Schlange lossagen und euch mir anschließen? Die Schlange aufgeben? Das würde ich niemals tun! Nun gut, Bovard. Folgt eurer Abscheulichkeit ins Reich des Vergessens. Bovard hat mir keine Wahl gelassen. Meine Taten müssen geheim bleiben. Sprecht mit mir, nachdem ihr die Gefangenen befreit habt. Wie denn? Sie ist ja unsichtbar. Hä? Ihr könnt mich doch alle mal... Und wir haben ja auf jeden Fall noch einen Zettel gefunden. Verehrteste, geehrteste Anführerin, O-Regentin der Schlangenstrategien. Mit Stolz teile ich euch mit, dass der Versuch noch besser gelaufen ist als erwartet. Dank eurer weisen Ratschläge konnten wir erfolgreich eine Mischkreatur heranzüchten. Sie weist Merkmale verschiedener Raubtiere auf, darunter Skorpion, Krokodil, Welver und Mensch. Ich nenne sie den Manticore. Wie von euch vorgeschlagen... hat der Nürnkruxstaub in die urtümlichen Brutplätze gestreut. Genau die Energien freigesetzt, die wir zum schnellen Heranzüchten von Mischkreaturen brauchen. Jetzt haben wir einen einzelnen mächtigen Stammvater, aus dem wir zum Ruhm der Schlange eine Armee von Manticoren züchten können. Wir sind bereits dabei, den Brutplatz zu erweitern, damit sie für die zusätzliche Produktivität geeignet sind, die zu erreichen, wir hoffen. Außerdem haben wir weitere
Brutplätze geschaffen, die wir in naher Zukunft ebenfalls für die Zucht von weiteren Stammvätern verwenden wollen. Bis dahin freue ich mich darauf, euch die Früchte unserer Arbeit präsentieren und euch den Stammvater vorstellen zu dürfen, wenn ihr einen Augenblick Zeit findet, uns hier zu besuchen. Mit freundlichen Grüßen im Namen der Schlange, Bovard, Regent der sich windenden Albträume. Ja, jetzt ist zwar so schön, dass... Ich wollte gerade sagen, den Boss hatten wir doch. So schön das Portal aufgegangen, aber wir haben jetzt die Scherbe immer noch nicht. Die werde ich mir jetzt mal eben ganz schnell holen. Und werde dann wahrscheinlich durch das Portal weitergehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Da hinten ist die Scherbe. Ja, natürlich muss ich erstmal 20 Schlangen besiegen, damit ich dann die Scherbe nehmen kann. Was ist mit der Schlange? Du machst das schon, Basti. Ach, hinter mir ist noch eine. Okay. Gut. Dann laufen wir mal irgendwie wieder zurück, weil ich hoffe, dass das Portal mich dann direkt zu ihr bringt. Und dass ich dann keinen Umweg irgendwo hin machen muss. Wir kommen auch noch rein, das ist gut. So, das Portal war da oben, ne? Wir waren da jetzt gerade am Schrein. Egal. Wir gehen einfach mal durch. Ja, das Portal hat mich nach draußen gebracht. Ach doch, hier ist sie. Niemand hätte sterben müssen, wenn die Schlange mich nicht angelogen hätte. Der Stammvater Manticore ist tot und die Gefangenen sind frei. Danke für eure Hilfe bei dieser Sache. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass diese Brutplätze nicht mehr verwendet werden können. Und ich sollte einige der Manticore-Überreste einsammeln, um mir diese näher anzusehen, damit ich die schrecklichen Pläne der Schlange weiter durchkreuzen kann. Und wir haben eine unidentifizierte Verzauberung erhalten. Eure Hilfe bei dieser Aufgabe war von unschätzbarem Wert. Wärt ihr bereit, mir dabei zu helfen, einen weiteren Plan der Schlange zu vereiteln? Was soll ich sonst noch für euch tun? Viele Regenten dienen dem Schuppenhof. Darum geschehen Dinge in seinen Windungen, die sich meiner Kontrolle entziehen. Die Eisenorks beispielsweise heben derzeit eine Armee aus. Ich habe meinen Seneschall Kleinblatt entsandt, um ihren Bemühungen Einhalt zu gebieten. Vielleicht könnt ihr ihr zur Hand gehen? Wo finde ich Kleinblatt? Kleinblatt sollte irgendwo entlang der Straße, gleich jenseits des nordöstlichen Durchgangs sein. Lasst sie wissen, dass ich euch geschickt habe. Und sie wird euch bedingungslos vertrauen. Sie ist von sehr vertrauensvollem Wesen. Ich werde ausziehen, um Kleinblatt zu helfen. Ja, wir schauen nochmal eben ganz schnell rein, was wir denn erhalten haben. Ja, eine wahrlich prächtige Glyphe der Zauberkostenminderung haben wir erhalten. Und ich schaue mal eben ganz kurz auf der Karte. Dann müssten wir hier hin. Da werden wir uns dann auch wiedersehen. Allerdings erst in der nächsten Folge, damit diese Folge nicht so lange ist. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.